Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, beginnen wir natürlich den richtigen Part von Euro Truck Simulator. Lang, lange ist her, dass wir das letzte Mal Euro Truck Simulator gespielt haben. Heute geht es wieder los. Wir fahren von Metz nach Paris. Zu Paris Hilton fahren wir heute. Und müssen aber erstmal unsere Frachten auch abholen. Es ist... Was war denn das gleich? Ich glaube, das war eine Raupe, die wir jetzt erstmal holen. Wir sind ausgeschlafen. Und nicht mehr hungrig, wir haben getrunken. Aber der LKW sagt, yo, ich brauche aber noch was, ich bin durstig. What the fuck? Aber wir fahren erstmal und bei der nächsten Halt, aber wir müssen mal gucken, wo ist überhaupt die nächste Tankstelle irgendwo. Hier oben. Gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Beim nächsten Halt müssen wir mal gucken, dass wir sind leer, sagen wir mal, ja, niedriger Füllstand. Wir holen ja bloß unsere Fracht ab und danach. Nee, jetzt bremst du mit dem Arsch. Danach gehen wir jetzt gleich tanken, das ist alles kein Problem. Es wird ein Part-Dings. Wir haben immer noch die Weihnachtsbeleuchtung hier drin. Obwohl Weihnachten schon lange vorbei ist. Und wir haben immer noch die Updates noch nicht geholt mit den Sperrlasten und sowas. Das kommt noch alles, aber im Moment sieht das geldmäßig ein bisschen mies aus, weil ich jetzt für die Gamescom das Geld und die Karten gekauft habe. Deswegen... Alles kein Problem, das kommt noch alles. So, ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch bis zum nächsten Halt. So, gucken wir mal. Wir wollen auf dem Frachtmarkt und wollen, genau, ne, Radler wollen wir. Radler zu Droid Aux rausfahren. Wir hätten auch nach Nürnberg fahren können, aber das wollte ich jetzt doch nicht. So, hier vorne sind sie. Ich möchte erstmal eine Sache mal kurz gucken, die mich jetzt für die nächste Sache wichtig ist. Paris. Was haben wir? Wir waren noch nicht in Paris gewesen. Hier ist irgendein Laden. Ich weiß nicht, was für ein. Paris hat sich, glaube ich, auch geändert durch irgendwelche Updates. Wir haben ja ewig nicht mehr gespielt gehabt. Und es kommen jetzt noch andere Länder dazu. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Da hat sich auch eine... einiges geändert. Und ich habe gedacht, jo, können wir auch mal wieder spielen. Habe ich auch mal wieder Bock drauf. Oh, gleich ist die Rundumleuchtern, also das ist sehr gut. Das ist mal ja keine auf dem Dach haben. Haben wir keine dauerhafte Beleuchtung. What the fuck, das war eng. Aber wir haben es geschafft, alles kein Problem. So, 3 Stunden, das heißt ungefähr 20 Minuten fahren. Und im nächsten Part... Alles klar. Wie langsam ist denn der hier hoch? Ich hoffe mal, das Benzin reicht noch. Oh mein Gott, was ist das eng. Ich hätte nie gedacht, dass es so eng mit dem Benzin wird. Der Drop war geil. Ja, nur Copyright läuft im Hintergrund. So sollte es auch sein. Und ich kann mir vorstellen, ich habe vorhin gerade eine Nachricht bekommen, was es für eine Nachricht ist. Denn ich möchte ja für die Gamescom ja immer noch mein T-Shirt erstellen für Gamescom und Videos für YouTube. Und vielleicht bekomme ich da Hilfe von einer anderen kleinen YouTuberin. Bin mal gespannt. Ja, wir wollen hier gucken. Da gucken wir dann gleich beim Tanken mal kurz aufs Handy. Weil das Tanken dauert ja so ewig. Gefühlt 3 Stunden. Oh, ho, ho, ho. Man merkt, ich habe keine Kraft. 23 Tonnen kriege ich kaum hier hoch. Ich weiß auch gerade nicht, welchen Motor ich hier drin habe. Das ist alles eigentlich noch ein Standardfahrzeug. Aber ich hatte im letzten Part, soweit ich mich erinnern kann, gesagt gehabt, jo, ich habe eigentlich was vor.
wir holen uns einen Kredit. Dann werden wir sehen, was ich vorhabe. Für alle Leute, die es wissen, nächste Part wird es spannend. Ich bin noch am überlegen, was wir uns für einen Kredit holen. Ob wir uns einen 100er, 200 oder 400 holen. Aber ich glaube, das, was ich eigentlich will, gibt es noch nicht in meiner Preisklasse. Kann man hier gerade rausfahren? Ich hier 30 fahren können, ich war zu langsam. Ist egal. Ich hoffe, man hört mich ordentlich. Ey, der soll stehen bleiben. Der soll stehen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ist das vielleicht so eine Vorfahrtsregel, die ich nicht kenne gerade? Irgendwas haben wir keinen Schaden genommen. Ich habe vorhin schon reparieren lassen. Was nicht billig ist. Ich habe Automatikgetriebe. Warum will ich schalten? Komm, gib Gas, Junge. Das ist nervig. Da fällt mir auch gerade noch was ein, was ich noch machen muss, denn ich schaue nämlich gerne die Asphalt Cowboys. Richtig, richtig geile Sendung. Ich glaube, gespielt alles ist natürlich eine Sache für sich selber, aber manche Sachen denkt man sich so, ja, so schlimm ist es nicht, oder ja, da kommst du locker rum um die Kurve, mach dich doch nicht wilde. Trotzdem ist es geil, diese Sendung zu schauen. Mir gefällt es persönlich, allein wegen den ganzen LKW-Geschichten und sowas. Und da habe ich auch noch, muss ich auch noch weiter schauen auf dmax.de Asphaltkorpus. Gefällt mir persönlich, wie gesagt, das ist eigentlich eine der besten Sendungen, die ich finde, die dmax gegeben hat. Und ich hatte ja auch mal, das fällt mir gerade noch so nebenbei ein, im Jahresvideo gesagt, yo, ich möchte eigentlich mir einen eigenen Computertisch bauen. Die Computertisch-Sache wird jetzt erstmal verschoben, bis ungeklärtes Ende. Es wird ein anderes Projekt wahrscheinlich irgendwann mal geben. Wann genau weiß ich nicht. Es wird ein längeres Projekt sein. Das ist, weil ich jetzt zum Beispiel jetzt heute anfangen und erst in einem Jahr rausbringen. Es hat wegen den Mäusen was zu tun und ja, es ist was Holziges mit Polishes und. So. Tanken müssen wir. Lass mal hier. Ja, leicht hochgehoben. E und Eingabe. Bin ich mal gespannt, wie teuer das wird, weil wir haben einen komplett leeren Tank. Hier passt einiges rein. Aber mir fällt gerade ein, ich hätte heute noch dieses in Coffee hochgeladen. Wenn ich darauf jetzt angeschrieben werde, wie viel Aufruf hatten das dann eigentlich? Das gucken wir mal kurz. Wir können schon mal hier langsam losfahren. Drei Aufrufe, naja, geht ja. Das geht natürlich auch noch viel, viel besser. Oh, wir fahren natürlich durch, hoffe ich mal. Also wir haben Restzeit noch. Oh, drüben muss ich lang fahren. Wir haben noch 6 Stunden, ist die nächste Pause. Wir fahren noch 2 Stunden. Ich hab grad, wenn der jetzt anhält, würde ich gerade sagen. Da kommt ein LKW. Eieieiei. Leid. Nein, da wäre noch einer gekommen. Das wäre natürlich nicht so nice gewesen.
Aber alles super, alles ganz ruhig, alles locker von Hocker. So. Davon Flixbox. Oder Flixtrain. Wer weiß. Wisst ihr, dass Socken eigentlich mit Musik viel geiler ist? Beziehungsweise das Aufnehmen. Was ganz anderes. Vorhin schon nicht mal beschleunigen, kann man wieder abbremsen langsam. Wie ging das eh, glaube ich. Ich will hier rüber. Alter! Oh, jetzt kommt kein Idiot von der Seite, das passt. Oh, war das knapp. So. Da kommt uns ein Renault und überholt uns. Aber es ist ein DAF Renault. Das ist der Kastenwagen eigentlich. Will ich Falsches sagen? Ich glaube natürlich, die Musik ist eben nicht zu laut. Das würde mich am meisten ankotzen. So 90. Würde sogar schon eigentlich weniger fahren mit ganzer Schwerlast. Obwohl, das ist natürlich keine Schwerlast. Ich weiß, die Schwerlastbots setzen die ja nicht runter, du Idiot. Und der ist auch nicht teuer, ich weiß. Aber in letzter Zeit habe ich keinen Euro-Truck mehr gespielt. Aber wenn es mir wieder Spaß macht, dann lade ich das natürlich runter. Weil es ja dann wieder Spaß macht, das zu spielen, wenn man das auch gut aufnimmt. Wisst ihr, wie ich das meine? So, jetzt sind wir in Reims. Also das ist ja jeder, wenn wir hier davor nebenbei fahren. In der Stadt so lang. Der fährt mehr als 70! Ich hier nochmal auf 70 und dann geht es nochmal hoch auf 90 für 100 Kilometer. Ah, wir können schon wieder beschleunigen. Durchgedrückt, so muss es sein. So, was kann man denn noch Schönes bereden oder besprechen oder was auch immer? Dass wir gerade einen Zwischensprecher haben. Nein, also im nächsten Part werden wir sehen, wir müssen langsam mehr Geld verdienen. Auch wenn wir das hier seltener spielen, das Spiel, und mehr auf Formel 1 im Moment getrimmt sind. Und Sensortiver, was auch immer sonst auch. Müssen wir hier auch mal gegen mehr Geld verdienen. Wir müssen mal dran denken, wir müssen auch Arbeitgeber sein und alles mögliche. Jetzt hätte ich die Chance nutzen müssen zu überholen. Er kotzt mich hier vorne an. Oh, Stau an dem Auto oder was? Ich bin nie so bescheuert und fahre da drüben ran. Ich habe vorne meinen Pieper. Also in Wirklichkeit hat man hier links einen Pieper drinne. Und wenn der aktiviert wird, dann piept das auch. Dann macht es wirklich Piep. Da weiß man, okay, jetzt wurde bezahlt, jetzt wurdest du erkannt. Das habe ich auch noch nie gewusst, aber muss ich auch erstmal den Ding sehen. Das Video. Hier die Assault Course. Fahr, Junge. Treaty. Für die bin ich auch eine Zeit lang gefahren. Aber. So, und ich drücke gerade durch, wenn da ist durchgedrückt. Wir sind mal so affig und versuchen jetzt mal hier zu überholen.
Nee, fast 100 sind mir zu schnell. Also 90 muss man schon mindestens fahren können. 100, wie gesagt, ist mir ein bisschen zu schnell. Nee. Also auch relativ, also wenn sie uns blitzen, naja. Ist nicht schön. Dreispurig, können wir gleich überholen, oder? Vorne ist eh die Mode. Wir fahren eher an der Seite irgendwo durch, also so viele Mautstrecken. In Deutschland geht ja das Geld dann wirklich an Deutschland, aber an so welchen anderen Ländern geht es teilweise an Privatleute, weil denen das Streckenabschnitt gehört. Klar, die verdienen auch sonst irgendwie kein Geld, müssen dann Reparaturen an der Straße führen, klar. Trotzdem ist es irgendwie scheiße, wenn dann tausende von Mautstellen sind, wo man dann zahlen muss. Wir werden dann die ganze Zeit so Maut. Oh, das wird ja in der Richtung kotzen. Wenn ich noch damals Urlaub gefahren, da muss man den Mautaufkleber drauf machen. Oh, wir müssen hier runter. Wir sind doch bald da, das freut mich. Wollte der gerade rüberblinken? Ja. Hä? Was macht der? Das braucht man jetzt gerade nicht kapieren, oder? Bleibt dreispurig, gut. Oh, mein Pedal. So, Pedal ist wieder da. Bin mal gespannt, wo wir dann hinfahren, im nächsten Part. Zumindest muss ich mich auch mal wieder anstrengen, zumindest zu machen. Vielleicht kriegen wir da wieder Klicks, ich weiß es nicht. Wir müssen einfach wieder mal Abwechslung bringen. Oh. Oh. Das hat man halt nicht gut. Oh, 20 Kilometer noch. Das passt, das ist immer schön. Paris, wir kommen in Paris hin. Nicht die Uhrzeit, ja, wir haben es 5:30, 6. Ja, bei mir jetzt abends. Ich muss rüber. Komm. Oh, ganz verpasst. Das wäre jetzt in die Hose gegangen. Na ja, gut. Wir haben ja dort an der Kreuzung aber rausgefahren, ne? Weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Aber wir fahren da nicht vorbei, wo ich eigentlich hin wollte. Da fahren wir mal kurz dort lang, weil dann kann ich nämlich was anderes gucken. Was wir im nächsten Part brauchen. Funktionieren echt gut bei LKWs. Wie sprechen die Franzosen? Ist hier rechts von links eigentlich? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ah, scheiße, es wird ihnen Ding sein. Die eine Agentur. Nee, das ist keine Agentur. Ja,
jetzt so stark gebremst. Aber wollen wir mal gucken. Wir machen natürlich wieder die einfachste Möglichkeit zum Einpacken. Mach doch mal sicher gehen. Da muss man hin. Das ist gut. Das ist nice. Das könnte in Dacia oder sowas sein. Wie komme ich hin? Gerade auf Dacia gewesen. So, passt mir. Bremse an. Vielleicht noch mal kurz Motor aus. 169 Liter haben wir verbrannt. 9000 haben wir bekommen. So soll es sein. So, wir fahren kurz an diesem Part, fahren wir kurz drüber, weil ich gucken möchte, ob das ist, was ich möchte. Wenn nicht, muss ich mich vorbereiten für den nächsten Part. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn ich hier eine Runde fahre. Am nächsten Mal wird es hoffentlich eine kleinere Runde geben. Also ohne Anhänger bremst man schlechter, habe ich das Gefühl. Oder täuscht das nur, weil man dann zu schnell beschleunigt. Ich sag mal, man bremst schlechter. Ah, da funktioniert ein Licht nicht. Man kann nicht ausmachen außerdem. Das ist ein Renault-Händler. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Na gut, Leute. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sagt der Messi. Ciao, ciao.